Tag, Freunde der Légion étrangère. Ich begrüße Sie. Es geht weiter mit der Serie Brothers, heute die Ausgabe Nummer 9. Meine Kompanie blieb nicht lange in der Zentralafrikanischen Republik, ganze 2 Monate. Denn es sind Dinge geschehen während des Aufenthaltes, die dramatische Wenden herbeiführten. Und so wurde meine Kompanie 2 Monate, wie gesagt, schon später strafversetzt zurück nach Calvi ins Kongo-Rafale. Doch Afrika rief uns wieder, nämlich noch im gleichen Jahr im Dezember. Dieses Mal hieß der Zielort, der Zieleinsatzort Djibouti. Für mich war es das erste Mal, dass ich in Djibouti war. Unsere Kotam-Flieger landeten nachts um 22 Uhr. Es war dunkel, es war heiß, 35 Grad. Nachdem wir materiell Waffen, Gepäck ausgeladen hatten und umgeladen in die schon wartenden Dodge und Wellerer, teilweise auch in die GMC, ging es Richtung Arta. Doch bevor wir die Stadt verließen, mussten wir ein Viertel durchqueren, Sie ahnen es schon, mit Namen Balbala. Als Gott und der Teufel sich einst ein Rendezvous gaben und beratschlagten, wo verstecken wir denn die Ärmsten der Ärmsten dieser Erde, kamen sie wohl zum Schluss, dass dieser Ort Balbala heißen musste, denn Balbala war ein übles Slumviertel. Ich hatte mich schon gewundert, warum vor den Fensterscheiben der Fahrzeuge metallische Gitter waren. Es war doch so, dass die Population von Balbala uns mit Wurfbeschossen bewarf, teilweise in Beutel fäkalierte und uns diese Beutel ihre ganze Wut ihres Daseins, ihres armes Daseins entgegenschleuderten. Ich verurteile diese Menschen nicht, denn ich bin keinen einzigen Meter in ihren Stiefeln gelaufen. Man hatte mir auch erzählt, dass sie es geschafft hatten, neugeborene Babys vor die Räder der Fahrzeuge zu werfen, um so ein Schweigegeld zu erpressen. Und sei es nur ein paar Francs. Wahnsinn. Ja, nachdem wir Balbala durchquert hatten, ging es stetig bergauf, 35 Kilometer Richtung Norden nach Arta. In Arta das Camp Amilakwari. Das Camp Amilakwari befand sich auf einer Fläche von 200 auf 200 Metern. Es gab hier den Eingangsbereich, die Wache, rechts davon einen Wasserturm, ein Château d'eau. Es gab eine Zontechnik, einen technischen Bereich, ein Munitionslager etwas abseits gelegen, die Baracken, die als Unterkunft dienten für Legionäre und Offiziere und Offiziere. Den Namen Amilakwari hatte das Camp natürlich von einem Veteranen der Fremdenlegion, von Lieutenant Colonel Amilakwari, ein echter Prinz, der damals im Zweiten Weltkrieg in Nordafrika bei der Schlacht um El Alamein sein Leben ließ, im Kampf gegen Rommel. Und in diesem Camp gab es auch ein Refektoire. Das ist der Kantinen- und Küchenbereich. Und genau um dieses Refektoire dreht sich unsere ganze Geschichte heute. Bis gleich nach der Bildspur. Küchen- und Kantinenbereich war Aufgabe
des Kochs. Und der hatte zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr die Hände damit zu tun, diesen Bereich, in dem es Lebensmittel gab, in dem es Mülleimer gab, Gerüche und Düfte, gegen einfallende Tiere zu verteidigen, nämlich mit Töpfen und Pfannen. Doch im Kongo Amilakwari waren es nicht irgendwelche Tiere, es waren tatsächlich Paviane. Und diese rückten nicht an mit 5, 10 oder 20 Tieren, sondern 100, 110, 120 Paviane auf einmal. Das Leben des Kochs war teilweise bedroht und so mussten wir Legionäre abstellen mit scharfen Waffen, mit scharfer Munition, die Integrität, das Leben des Kochs überwachten oder die den Koch bewachten. Natürlich kam es vor, dass wir auf das ein oder andere Tier, diese waren ziemlich aggressiv, schießen mussten. Und so gab es auch ab und zu einen toten Pavian oder einen schwer verletzten Pavian. Und dann geschah jedes Mal das Unfassbare. Wie eine militärische Formation rückten die Paviane auf uns, bewaffnete Legionäre, vor. Die erste Welle griff uns tatsächlich an. Die zweite Welle rückte nach, nahm das tote Tier und brachte es nach hinten in Sicherheit. Und als dies geschehen war, rückte die Angriffswelle, die Scheinangriffswelle, von uns ab. Das geschah mit einer Geschwindigkeit, mit einer Organisation, mit einem sozialen Tierverhalten, möchte ich sagen, wie ich es noch nie anderswo bei Tieren gesehen hatte. Einfach admirabel. Liebe Freunde der Légion étrangère, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es geht bald weiter mit Brothers. Ausgabe Nummer 10. Amitié Légionnaire, Ihr Thomas Gast. Thank you.